Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom QS24 Wissenschaftsgremium. Heute habe ich einen Dekan da, nämlich den Professor Dr. Ralf Rössler. Und das interessiert mich ganz, ganz besonders, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass er als Gründer einer Luxemburger Universität das eigentlich alles eingefädelt hat und was eigentlich die Hauptaufgaben ist von dieser Universität, die ganz, ganz speziell für Therapeutinnen und Ärzte eine Weiterbildung anbieten. Und da bin ich gespannt. Bleiben Sie dran. Nach dem Intro legen wir los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen den Professor Dr. Ralf Rössler zeigen. Da ist er. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Vielen Dank. Danke für die Ehre, danke für die Freude deines Daseins und lass uns mal in die Geschichte reingehen. Also es ist ja nicht eine klassische Universität, wo man einen Studiengang macht, sondern es sind eigentlich Leute, die schon einen Abschluss haben, genau, machen dort die Weiterbildung. Ja, wir sind eigentlich das, was es in der Form noch gar nicht gab, eine rein postgraduale Universität. Wie du sagst, bei uns können nur Leute studieren, die ein abgeschlossenes Studium haben. Sprich jetzt aus dem medizinischen Bereich, die brauchen ein abgeschlossenes Medizinstudium, Zahnmedizinstudium. Wir nehmen aber auch Leute je nach Fachrichtung, wo sie sich später spezialisieren wollen, aus dem Gesundheitsbereich. Da können also auch Physiotherapeuten und alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten, auch Pflege, können sich dann bewerben. Mhm. Was ist das Ziel da drinnen? Das Ziel ist, dass sich die Leute in einem Interessensbereich spezialisieren können, weiterbilden können. Wir müssen ja davon ausgehen, und das war auch der Grundgedanke der Universität, dass ein Primärstudium im Gesundheitswesen mehrheitlich rein theoretisch ist. Die haben zwar praktische Anteile, aber um ein Beispiel zu sagen aus der Zahnmedizin, nur weil einer im Studium mal 2 oder 3 Prothesen hergestellt hat, ein paar Kronen und Füllungen gemacht hat, fehlt ihm einfach die klinische Erfahrung, um dann in der Alltagspraxis tatsächlich existieren zu können. Mhm. Die Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft, um es mal boshaft zu sagen, das ist Learning by Doing. Mhm. Jetzt möchte natürlich kein Patient derjenige sein, wo der anfängt mit Learning by Doing. Sondern der Patient hat ja immer die Hoffnung, dass der Behandler oder die Behandlerin über viel Erfahrung verfügt, um ihn dann suffizient behandeln zu können. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen die Leute postgradual weiterbilden und nehmen auch als Dozenten nur Leute, die auch die klinische Erfahrung haben. Um das auch vielleicht mal zusammenzufassen, bei uns muss jemand, der Dozent oder Dozentin ist, das Thema nicht nur kennen, sondern auch können. Das ist eine große Herausforderung, auch für die Dozenten, eben weil im Grundstudium schwerpunktmäßig theoretisch ausgebildet wird. Das kann auch dazu führen, dass dann der Hochschullehrer selber auch Theoretiker ist. Wir brauchen Praktiker, deswegen sind bei uns sehr viele der Dozenten Leute, die aus der Praxis kommen, die über viel Behandlungserfahrung verfügen, aber die Schnittstelle zur Wissenschaft beibehalten haben, sodass sie ihre Ergebnisse auch entsprechend interpretieren können. Ich weiß, wie bedeutsam das ist, was ich jetzt gerade gehört habe. Also es geht um die Erfahrungsheilkunde, dass ein ausgebildeter Arzt, Therapeut tatsächlich aus den Erfahrungen schöpfen kann eines Dozenten und die verschiedensten Fälle vielleicht auch besprechen kann, die er laufend auch sieht und sein Horizont letztendlich erweitert. Das ist nicht nur eine Horizonterweiterung, sondern es ist auch eine Verbesserung des eigenen Behandlungsweges und damit zwangsläufig auch des Behandlungserfolges. Mhm. Natürlich wird im Rahmen eines postgradualen Studiums immer Wert drauf gelegt, dass die Leute auch parallel behandeln. Deswegen
um wieder auf den universitären Kern zurückzukommen. Wir sind eine postgraduale Universität, die berufsbegleitend stattfindet. Also bei uns immatrikulieren sich die Leute jetzt nicht für 2 Jahre und sind 2 Jahre an der Universität, sondern sie machen ihre Alltagspraxis oder den Alltagsberuf weiter. Und die Module finden mehrheitlich an Wochenenden statt. Immer 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Damit sie dann wieder ein Zeitfenster haben, wo sie das Erlernte oder was eben in dem Teil, das können auch praktische Übungen sein, OP-Techniken, alles, was gefordert ist für den jeweiligen Fachbereich, dass sie das dann trainieren können. Mhm. Und das ist in der Regel ein Master of Science Studiengang, Abschluss, das ist ein akademischer Grad, der auch im Namen geführt werden darf, der allerdings hinter dem Namen steht. Je nachdem, was für akademische Grade angestrebt werden, Doktorgrade stehen zum Beispiel vor dem Namen, können die Leute dann sich entsprechend praktisch weiterbilden. Wie sieht eigentlich die ganze Schulmedizin diesen Herangehensweise? Denn was ihr da macht, ist Erfahrungsheilkunde, wo man ja nicht nur die Wirkungen behandelt, sondern letztendlich den Fokus auf die Ursache hat. Ich glaube, die Schulmedizin hat 2 Herzen in der Brust. In dem Moment, wo wir in einem klassischen Fach sind, ich sage jetzt mal ein Beispiel aus der Zahnmedizin, nehmen wir mal den Fachbereich der Parodontologie oder Implantologie. Das ist durchaus ein schulmedizinisches Fach, das jetzt an der Universität nicht trainiert wird. Das fordert die sogenannte Approbationsordnung nicht, sondern das sind Ausbildungen, die rein postgradual stattfinden. Da ist die Schulmedizin sehr offen und findet es wahrscheinlich sogar gut, was wir machen, weil wir tatsächlich eine Spezialisierung den Leuten angedeihen lassen, damit sie dann tatsächlich am Patienten das durchführen können. Ich glaube, kritischer wird es von den klassischen Universitäten oder von der Schulmedizin, wenn wir in diese Bereiche reingehen, wo wir ganzheitlich gefordert sind. Und das haben wir eigentlich in jedem Studiengang. Um wieder jetzt im zahnmedizinischen Bereich, ich bin von Haus aus Zahnmediziner, deswegen fallen mir da auch eher die Beispiele ein. Wenn ich jetzt in die Implantologie reingehe, dann haben wir auch immer Module dabei, die die gesamte Prothetik betrifft. Also es ist jetzt nicht nur die Frage, wo stelle ich das Implantat hin, was für Materialien brauche ich, wie sehen die OP-Techniken aus, sondern es sind auch immer funktionale. Und damit sind wir ja schon fast im Ganzheitlichen drin. Das wird immer gefordert und auch angeboten, weil wir es eben für wichtig sehen, dass die Leute über ihren Tellerrand der reinen Spezialisierung rausgucken können, und das muss man auch deutlich sagen, ich decke schulmedizinisch in vielen Bereichen einen Großteil des Bedarfs ab. Aber wir haben bestimmt einen Bereich von 20, 25, vielleicht sogar 30%, den wir schulmedizinisch eben nicht mehr abdecken können. Und dafür brauche ich den Blick über den Tellerrand, dass ich dann die Vision und die Möglichkeit sehe, wer kann demjenigen da weiterhelfen. Bleiben wir jetzt bei diesem über den Tellerrand schauen und bleiben wir gleich in der Zahnmedizin. Ein Arzt hat mir mal erklärt, dass sich sehr stark mit der Wirbelsäule beschäftigt, dass sehr, sehr viele Kieferfehlstellungen und Zahnfehlstellungen eigentlich korrigierbar wären über eine ordentliche Stellung der Wirbelsäule. Wenn der Zahnarzt über den Tellerrand schaut und dieses Wissen ja bei euch gelernt hat, dass es tatsächlich auch mit der Wirbelsäule in Zusammenhang steht, dann müsste er ja eigentlich sagen, mein lieber Patient, ich mache jetzt dir nicht die Spangen und die Kiefer-OP und weiß Gott was alles, sondern ich gebe dich weiter an meinen Kollegen, aber dann habe ich keinen Patienten mehr. Nein, das ist genau die falsche Wahrnehmung. Ja? Also diese, was du da ansprichst, ist die Angst, den Patienten zu verlieren. Ja, ich gebe ihn therapeutisch in eine andere Hand, der greift ihn ab und dann ist der Patient bei mir weg. Das kann nicht Sinn und Zweck eines ganzheitlichen Gedankens sein, sondern wir behandeln zusammen. Mhm. Es muss also auch ein Feedback geben von der anderen Seite zu mir und umgekehrt. Die Angst habe ich noch nie nachvollziehen können. Mhm. Im Gegenteil, ich lebe eigentlich von der Einschätzung,
des anderen Fachbereichs, um auch in Zukunft, und das hat auch was mit Patientenanbindung zu tun, die Leute viel besser behandeln zu können. Hm. Ja. Es ist ehrlich, letztendlich einfach nicht ehrlich. Nur ehrlich, sondern es ist, ich sag's jetzt mal ganz knallhart, marketingtechnisch viel cleverer, weil der nächste Patient, und wir leben ja nicht von der Reklame, die an der Hauswand steht, dass die Leute sagen, ups, da ist ein Zahnarzt, da gehe ich mal hin, sondern wir leben letztendlich von der Empfehlung unseres Patienten. Und je stabiler und sicherer der in meinem Behandlungsumfeld integriert ist, umso mehr Empfehlungen bekomme ich. Also das ist genau das Gegenteil der Fall. Nun, falls diese These jetzt auch stimmt mit der Wirbelsäule, dann muss ich mich ja auch fragen, wie lange geht's, bis das der Zahnarzt, wo ausgebildet ist, aber jetzt leider keine Weiterbildungen betreibt, jetzt an einer Universität, wo man wirklich auch die Ursachen anschaut, dann wird ja die meisten Zahnärzte das gar nie erfahren und werden weiterhin ihr Bestes geben, treu und glauben, dass das, was sie tun, der richtige Weg ist. Also man muss fair sein der klassischen Universität gegenüber. Das ist nicht unbedingt Aufgabe der klassischen Universität, sondern sie macht eine Primärausbildung. Das, was du ansprichst, ist eher die Schwäche, auch wenn das vielleicht jetzt dem einen oder anderen wehtut, unserer Standesorganisation, die eigentlich die Verpflichtung haben, postgradual die Leute weiterzubilden. Da gibt es einen großen Gap zwischen dem, was angeboten wird und was die Realität fordert. Deswegen würde ich das nicht unbedingt der klassischen Universität anhängen. Das ist aber auch der Grund, warum wir aktiv sind. Dass wir ganz konkret sagen, in die Lücke wollen wir reingehen, um den Leuten hier die Stabilität zu geben. Mhm. Ihr habt ja auch in der Schweiz den Swiss Campus noch in einer Kooperation, wo ja auch die ganze biopsychosoziale Resilienz eigentlich im Fokus steht. Das heißt, eine ganzheitliche, ursachenbezogene Diagnostik und Behandlungsweise. Das ist für uns eine große Herausforderung. Und ich muss auch sagen, ich finde es unglaublich interessant, dass wir die Chance hatten, diesen Swiss Campus zu gründen, weil wir uns da ganz klar wegbewegen von der klassischen Schulmedizin und vielleicht die Chance haben, tatsächlich auch wissenschaftlich evident basiert in dieses ganzheitliche Thema einzuschreiten. Viele reden über ganzheitliche Medizin. Wenn man aber dann mal hinter die Kulissen schaut, dann merkt man, dass sie behandlungstechnisch wieder in der Monotherapie sind. Mhm. Warum ist es so? Weil wir keine systematische Weiterbildung oder auch Akademisierung in dem Fachbereich haben. Das sind sehr, sehr viele Gruppen, die zum Teil hochprofessionell arbeiten, aber wir brauchen auch die Leute, die dann bereit sind, dieses Wissen zu sammeln, auch unter dem rein wissenschaftlichen Aspekt zu sammeln, um sie dann der Gruppe von Behandlern, Behandlerinnen anzubieten und sagen, das ist ein Weg oder das kann ein Weg sein. Mhm. Da sehe ich eine große Chance. Das wird auch viele neue Behandlungsthemen ansprechen, die Leute nur aus der Theorie kennen. Und ich möchte, dass sie im Swiss Campus das dann auch praktisch erfahren. Hm. Welche Therapeuten und Ärzte könnte man jetzt gleich darauf ansprechen? Was können sie lernen im Swiss Campus? Was jetzt direkt in der Luxemburger Universität? Ja, welche Gruppen sprecht ihr da genau an? Wir sind im Moment in der Akkreditierungsphase der Studiengänge am Swiss Campus. Deswegen ist es jetzt im Moment schwer. Es spricht im Grunde genommen alle an, die im Grundsatz ganzheitlich denken, unabhängig vom Fachbereich. Und wir gehen jetzt in die Akkreditierungsphase. Ich schätze mal, dass wir spätestens im April, Mai fertig sind, sodass wir mit den Studiengängen am Swiss Campus dann im
Oktober, also sprich zum Wintersemester, starten können. Mhm. Und da würde ich jetzt ganz einfach sagen, liebe Kolleginnen, Kollegen, Interessenten, geht mal auf unsere Webseite und verfolgt es ein bisschen. Dieser Studiengang, der da momentan akkreditiert wird, wird dann in der Entwicklung auch immer auf der Webseite sein und dann finden die sich sehr schnell. Mhm. Und wir werden ja hoffentlich auch Step by Step dann immer wieder die Leute updaten, Stadium X, Y, Z. Absolut. Und dann, deswegen, das wäre jetzt vielleicht zu weit schon zu sagen, es ist die Gruppe. Mhm. Weil ich glaube, wir haben keine spezielle Gruppe, sondern das wird sehr heterogen sein. Mhm. Der Professor Dr. Urs Gruber kommt noch im Januar vorbei, in 2 Monaten. Der ist federführend bei der Akkreditierung dabei. Mhm. Auch der Professor Schröder aus Berlin, einen Therapeuten und auch wissenschaftlich denkenden Menschen, den ich sehr schätze, die sind federführend für die Studiengänge verantwortlich. Mhm. Mhm. Also eine großartige Geschichte, wo man einfach letztendlich als Arzt, Therapeut die Chance hat, Erfahrungsmedizin von gestandenen Dozenten, Medizinern jetzt schon zu hören und das eigentlich in ihren theoretischen Alltag mit einzubeziehen. Um nicht alle nicht Fehler nur theoretisch, selber zu machen. Vor allem in der praktischen Arbeit einzubeziehen. Ja, ja. Ich finde das genial. Ich meine, wo ich dazu aus dem Fernsehsender gegründet habe, ich glaube, ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Das ist logischerweise, auch wichtig. Das ist wichtig. Oder? Wir bilden uns mehrheitlich über Fehler fort. Mhm. Mhm. Wir müssen aber dann auch so offen sein und über die Fehler diskutieren. Ja, der alte Spruch, aus Fehlern lernt man nur, ja, das ist ein lockerer Spruch, aber wer betreibt es proaktiv? Ja. Ich versuche auch, oder ich habe eine Vorlesung aufgebaut, wo ich nur über meine Fehler rede und dann diskutiere, wie kann ich sowas in Zukunft vermeiden? Ja, mit welchem Raster kann ich arbeiten oder muss ich arbeiten, dass mir das nicht mehr passiert? Was kann mein Personal oder die mit mir mitarbeiten im rein im OP-Bereich oder sowas? Was müssen die machen, dass sie sagen, pass auf, da oder gehst du wieder genau in die Richtung, wo das passiert ist? Ne? Mhm. Das ist eine Herausforderung. Nochmals zurück zur Universität in Luxemburg. Was wird dort gezielt angezogen? Ich weiß, du bist aus der Zahnmedizin grundsätzlich, aber dort tätig. Lehrst du primär dort die Zahnmedizin, Heilkunde, ganzheitlich? Nein, also das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Unser Headquarter ist in Luxemburg, in einem sehr repräsentativen Schloss, nämlich Schloss Wils. Da ist unser Headquarter. Unsere Kurse machen wir aber weltweit. Das heißt, das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne draufgeschrieben. Wir gehen zu unseren Studenten. Also bei uns ist es nicht so, dass die Studenten zu uns kommen müssen. Das gibt vielleicht auch von der Logistik das eine oder andere Problem. Sondern Beispiel, wenn wir jetzt einen Swiss Campus haben, dann kann es durchaus sein, dass wir da Kurse haben in Berlin oder in der Schweiz, in Luzern zum Beispiel. Wir haben eine Außenstelle zum Beispiel in Istanbul. Das heißt, unser osteuropäisches Business, wenn man so nennt, unsere OP-Kurse machen wir rein von der Logistik dann in Istanbul, weil es ist der größte Flughafen der Welt. Wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Wir bauen momentan für den asiatischen Raum einen Campus auf in Bangkok. Wir haben auch in China eine Außenstelle. Die ist im Moment pandemiebedingt nicht ganz so aktiv, aber ich hoffe, das wird auch mal vorbeigehen. Das heißt also, wir sind am wenigsten in Luxemburg. In Luxemburg machen wir natürlich, wenn die Examina stattgefunden haben, die mehrheitlich auch online stattfinden, weil man muss nicht unnötige Kilometer absolvieren, wenn ich was online machen kann. Aber unsere Jahresabschlussfeier machen wir dann immer in Luxemburg und wir sind auch dann immer auf dem Schloss, damit wir schöne Fotos machen können von der Urkundenübergabe. Das gehört alles dazu und auch diesen gemeinsamen Gedanken, dass es also fächerübergreifend ist, dass sich auch viele Leute kennenlernen. Das bleibt in Luxemburg, aber im Grunde genommen sind wir weltweit tätig. Mhm.
Ich habe mal in einem Interview die Frage so gestellt, wann wird die Erfahrungsheilkunde gleichgesetzt mit der Schulmedizin? Wenn ich jetzt boshaft wäre, würde ich sagen, das war schon immer so, das haben die nur noch nicht gemerkt. Mhm. Wer tauscht sich aus, wenn wir heute in einer medizinischen Diskussion sind, ohne dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt, und haben ein Expertengespräch, haben wir ganz selten Studienabgänger, die sich mit Leuten unterhalten, die, ich sage jetzt mal, 20 Jahre Berufserfahrung hinter sich haben. Das Gespräch würde gar nicht stattfinden können, weil dem Studienabgänger schlicht und einfach die Erfahrung fehlt. Die Wahrnehmung der Betreffenden, wenn jemand das Studium abgeschlossen hat und ist jetzt mal 2 oder 3 Jahre in der Praxis, hat vielleicht seine Facharztausbildung fertig. Das sind ja dann Zeitfenster von 4 bis 6 Jahren. Auch dann kann er noch nicht über klinische Erfahrung reden. Also auch der wäre in der Diskussion, wird wahrscheinlich da sitzen und hätte nichts zu sagen. Also im Grunde genommen tauschen sich sowieso nur die Erfahrenen aus. Und dann steht pro forma halt, was weiß ich, Internist oder Chirurg oder irgendwas dabei. Aber wir reden nur über Erfahrungsmedizin. Hört sich ja gut an, aber wie kann es sein, dass wir uns seit 200 Jahren heute immer noch über das Erregerprinzip unterhalten und nicht über das Milieu? Wenn man doch sagt, dass wir reden von der Erfahrungsmedizin? Das ist ein gutes Thema. Da kann ich wieder auf meinen Fachbereich gehen. Ich sage dir mal ein Beispiel. Die Mundhöhle ist ja Vorverdauungsorgan. Mhm. Das heißt, die Mundhöhle ist ein Ort, der neben dem Darm mit die meisten Mikroorganismen in sich trägt. Wir haben allein über 1000 verschiedene Keimarten in der Mundhöhle, die müssen dort sein. Wenn ich jetzt die Zahnreinigung oder die Mundhygiene unter dem Aspekt praktiziere, dass ich die Mundhöhle keimfrei wollen möchte. Das ist eine Katastrophe. Nein, das wäre nicht nur eine Katastrophe, der muss sterben, weil der hat ja kein Fortverdauungsorgan. Zum Glück schaffen wir das nicht. Ja. Aber wir arbeiten dran, oder? Nein, da muss ich sagen, verbessert sich die Welt. Was sich radikal und grundlegend verbessert hat, sind die Erkenntnisse aus der Mikrobiologie. Mhm. Um das auch mal wieder provozierend zu sagen, die Mikrobiologie in dem Wissen, wie wir es heute haben, hat in dem letzten Jahrtausend, und da gehören auch die 90er Jahre dazu, nicht existiert. Da haben wir schon einen deutlichen Paradigmenwechsel. Um bei der Zahnmedizin zu bleiben, das hast du mit Sicherheit auch noch so gelernt, die hat man auch versucht zu erklären, Mundhygiene nach jeder Mahlzeit. Ja, mindestens 3-mal täglich. Und was weiß ich, wie viele Minuten etc. pp. Wenn wir uns heute Statements weltweit anhören und ansehen, dann sind wir bei 1 bis 2-mal täglich. Das wiederum aber abhängig vom Risikoprofil. Wenn ich jetzt wieder boshaft wäre, die Daten und die Erkenntnisse, warum wir überhaupt Mundhygiene betreiben müssen, die kennen wir aber schon seit den 50er oder 60er Jahren. Das wurde ignoriert. Weil wir eben mikrobiologisch wirklich nichts wussten. Da wussten wir, was ein Gramm-positiver, Gramm-negativer Keim ist. Dann gab es auch noch so, die beide so ein bisschen sind. Ja, aber das setzt sich so langsam durch. Für den zahnmedizinischen Bereich, vor allem zahnmedizinisch-chirurgischen Bereich, ob das jetzt die Implantologie oder die Parodontologie ist, merke ich, dass wir einen großen Trend zur Biologisierung des Fachbereichs haben. Ja, kann ich mir nur wünschen. Aber ich frage mich auch immer wieder, wie das Mikrobiom des Mundes eigentlich reagiert auf die ganzen chemischen Stoffe, die wir sonst täglich essen. Und unter anderem natürlich auch Stoffe zu uns nehmen, die natürlich auch das Mikrobiom wieder abtötet, teilweise. Aber ich glaube, das Mikrobiom ist stabiler, wie wir manchmal denken. Ich sage immer, trotz unserer Ernährung funktioniert. Habe ich auch schon oft gehört. Genau. Super. Und das ist eigentlich das, deswegen sage ich auch immer, auch den Spruch gibt es ja schon lange, wir müssten uns eigentlich um die Gesunden kümmern. Warum werden die nicht krank?
trotz der ganzen Umwelteinflüsse. So gehen wir ja mal in die Kranken und fragen, warum ist er krank? Vielleicht wäre es mal interessanter, die andere Seite zu sehen, welche Mechanismen da eine Rolle spielen, dass der eben trotz dieses Verhaltens nicht krank wird. Ich habe noch die allerletzte Frage, so spontan. Ich finde ja, dass wirklich unfassbar großartig, was ihr geleistet habt. Und da danke ich auch ganz herzlich, dass es das überhaupt gibt. Die Frage ist für mich eigentlich noch, wann kann man einen Studiengang machen, ohne schon ein Studium gehabt zu haben, um eigentlich sich direkt mit der Ganzheitsmedizin auseinanderzusetzen? Das fände ich jetzt auch noch etwas, ein Studiengang, wo es universitär, wo man wirklich sich mit der Ganzheitsmedizin beschäftigt. Meinst du damit Interessenten, die jetzt selbst gar keinen Berufsabschluss haben, sondern die aufgrund ihrer Berufserfahrung, das, was sie ja machen, Interesse an so einem Studiengang haben? Da kann ich dich beruhigen. Wir unterliegen dem sogenannten Brügge-Kopenhagen-Prozess in Europa. Das ist ein Prozess, der nach dem sogenannten Bologna-Prozess sich entwickelt hat, weil der Bologna-Prozess trifft ja nur auf grundständige Studien zu. Und gerade in Deutschland gibt es ja eine große Tradition von Fachberufen, ob das jetzt ein Geselle ist, ein Meister ist, die würden ja unter dem klassischen Bologna-Prozess unten durchfallen. Und da hat Europa sofort reagiert, im Jahr nach dem Bologna-Prozess. Und das wird als sogenannter Brügge-Kopenhagen-Prozess bezeichnet. Und das ist zum Beispiel ein klassisches Konzept, was auch in Harvard produziert wird. Da zählt nicht nur dein Schulabschluss oder dein Studienabschluss, damit du irgendwas machen kannst, sondern zählt auch deine Lebenserfahrung. Mhm. Um mal ein ganz banales Beispiel, wenn du mit 16 Jahren ein Unternehmen gründest, der sehr erfolgreich ist, und nach 10 Jahren sagst du, also ich habe kein Interesse mehr, ich verkaufe den ganzen Laden, aber jetzt studiere ich mal BWL. Es würde mich mal interessieren, was da für eine Theorie dahinter ist. Kannst du in Harvard sofort studieren, ohne Abitur, weil die sagen, der hat doch schon bewiesen, dass er es kann. Wow, wirklich? Und das ist so ein bisschen auch unser Konzept. Ja, also wir haben, wie gesagt, wir unterliegen dem Brügge-Kopenhagen-Prozess. Das ist in Europa einmalig. Und wir haben eine entsprechende Prüfungsordnung, die also auch solchen Menschen dann die Chance gibt, direkt in den Studiengang einzusteigen. Bravo, super, großartig. Danke dir ganz herzlich. Ich danke dir für das Gespräch. Professor Dr. Ralf Rössler war das, Dekan der DTM der Universität in Luxemburg, und doch eine große Sache, heute mit ihm darüber zu sprechen und einfach diese Sichtweisen zu sehen und dass es so einen Campus gibt in der Schweiz und dass man solche universitären Studiengänge machen kann, das ist wirklich etwas Großartiges. Und ich kann mir nur hoffen, und dass wir damit mit dieser Sendung ein bisschen anstoßen können, dass sich ganz viele Therapeuten, Ärzte in allen Bereichen sich angesprochen fühlen, hier aus dieser Erfahrungsschätze von weisen Dozenten partizipieren zu wollen und hier sich damit einfach mal ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Alles Gute, viel Spaß, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.